Drehgestelle abmontieren, Klimaanlagen tauschen, Frontscheiben wechseln. Die Arbeiter in den deutschen Zugwerkstätten hantieren mit riesigen Bauteilen und Maschinen. Trotzdem kann es eng werden. Das ist ja ziemlich geil, ne? Sensationell hier. Natürlich geht mal etwas kaputt. Störung. Versuch nochmal, ja? Wir haben von dieser Seite, wenn wir fahren wollen, Getriebestörung. Wir haben ja die Frontschürze kaputt, die beiden Teile, rechts und links. Wir haben ja in der Mitte diesen Bugspoiler kaputt. Die Reparatur gestaltet sich nicht immer ganz leicht. Von hier ist super beschissen, ja. Also das klappt vorne und hinten nicht. Es ist eine mühselige Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Jede Schraube ist wichtig und die Zeit sitzt immer im Nacken. Die Fahrzeuge müssen so schnell wie möglich wieder auf die Schiene. Jede Stunde, die ein Zug hier in der Werkstatt verbringt, der kostet Geld. Für uns ist das Schlimmste, was passieren kann, ein Zugausfall. Die ICE-Flotte der Deutschen Bahn ist das Rückgrat des Fernverkehrs in Deutschland. Derzeit fahren knapp 300 Intercity-Express-Züge der Baureihen 1 bis 4 sowie T. Sie transportieren im Jahr mehr Fahrgäste, als Deutschland Einwohner hat, etwa 88 Millionen. Jeden Tag realisiert die Bahn ca. 1500 Zugfahrten durch Deutschland und die fünf Nachbarländer Österreich, Schweiz, Frankreich, Belgien sowie die Niederlande. 150 europäische Städte sind direkt von Deutschland aus erreichbar. Damit die Züge auch wirklich fahren können, werden sie alle 3 bis 5 Tage in einem der 8 Instandhaltungswerke in Deutschland geprüft und gewartet. Eines davon befindet sich in München nahe des Hauptbahnhofs. Bevor die Züge ins Werk fahren, können sie die Waschstraße nutzen. Die funktioniert vollautomatisch, jedoch muss sie regelmäßig kontrolliert werden. Das übernimmt Dietmar Bieler. Dazu steigt er in den Führerstand des Zuges. Guten Morgen, Michael. Na ja, guten Morgen. Und wie geht's? Alles super, ja. Schicht gerade begonnen, oder? Geht schon ein paar Stündchen. Geht schon mal ein paar Stündchen. Ja, ich darf ganz gerne mal durch die Waschanlage mitfahren, ob alle Teile in Ordnung sind, wenn es recht ist. Jawohl. Dann bin ich da mal mit dabei. Fahrdienst VS, bitte. Der Zugführer meldet sich beim Fahrdienstleiter an, der ihm die Strecke freigeben muss. Ja, VS. Grüß dich. Der 1181 wäre jetzt fertig für die ARA. Ja, ich mach den kurz, das kommt aber hinter dem. Im ICE steht eine Außenreinigung bevor. Und zwar wird er mit einer Schleppanlage durchgezogen, durch verschiedene Stationen. Dann geht es los, aber sehr langsam, mit 2 km/h. Zuerst muss der Zugführer im System den Zugtyp und die Art der Wäsche eingeben. Der Rest erfolgt automatisch. In der ersten Station wird die Außenhaut aufgeheizt. Dann folgt der Reiniger, der 2 bis 3 Minuten einwirken muss. Am Abreibstand beseitigen riesige Bürsten den Schmutz. Anschließend besprüht die Anlage den Zug mit demineralisiertem Wasser, um Schlierenbildung auf den Scheiben zu vermeiden. Zum Schluss folgt dann die Trocknung. Die ICE-Waschanlage unterscheidet sich von einer gewöhnlichen Autowaschanlage einfach nur von der Dimension, von der Größe. Das kann man sich ungefähr so vorstellen, wie wenn man 200 Autos hintereinander wäscht, als wie wenn man ein ICE durchfährt, also in einer kompletten Länge. Eine Zugwäsche in der 210 Meter langen Anlage dauert eine halbe Stunde. Etwa 5000 Liter aufbereitetes Wasser werden dabei benötigt. Jeder Zug soll bzw. muss in der Woche einmal circa gewaschen werden. Zu Sommerszeiten, wenn wir viele Fliegen haben, ist eventuell sogar 2-mal, aber in der Regel 1-mal pro Woche. 15 Züge werden hier täglich gewaschen, allerdings meistens in der Nacht. Denn dann sind weniger ICE im Einsatz. Nach der Reinigung erfolgt das sogenannte Ulmen, ebenfalls vollautomatisiert. Die Ulm ist eine Anlage, mit der die Radsätze geprüft werden. Vor jeder Werkstattbehandlung auf Rundheit, der Durchmesser wird gemessen und das Profil.
Und zusätzlich ist in der Ulm auch noch eine Dachdiagnose eingebaut, mit der mit 20 Kameras und mit Lasertechnik auch alle Komponenten am Dach geprüft werden. Die Kameras scannen 400 Punkte und liefern ca. 30 GB Daten pro Zug. Nach einigen Minuten stehen alle Informationen im Leitwerk zur Verfügung, bevor der ICE in die Wartungshalle einfährt. So lesen die Mitarbeiter direkt im System, welche Reparaturarbeiten erforderlich sind. Die Werkhalle ist das Herzstück des Münchner Bahnbetriebswerks. Knapp 500 Meter lang, 50 Meter breit und 15 Meter hoch. Hier gibt es 6 unterschiedlich ausgestattete Gleise, aufgeteilt in einen Ost- und einen Westbereich. Welches Werkstattgleis welchem ICE zugewiesen wird, hängt davon ab, welche Arbeiten erledigt werden müssen. Bis zu 12 Triebzüge aller ICE-Baureihen können hier zeitgleich bearbeitet werden. Rund 700 Arbeiter warten und reparieren rund um die Uhr bis zu 25 ICE pro Tag. Elektrotechnikermeister Martin Kraus übernimmt den nächsten Zug und meldet sich zunächst am Gleis mit seiner persönlichen Kennung an. Am Zugführerplatz im ICE geht er die aufgelisteten Fehlermeldungen im System durch und fährt den Stromabnehmer auf dem Dach ein. Wir haben ja auf der Oberleitung 15 kV und der Kollege muss jetzt aufs Dach, muss eine Arbeit durchführen, dass der gesichert draufgehen kann, müssen wir jetzt die Oberleitung ausschalten. Wir schauen jetzt erst, ob alles funktioniert. Leuchtmelder leuchten, passt. Und dann drücken wir entsprechend auf Aus, schauen, ob der Trenner rausfährt. Macht er. Jetzt ist er entsprechend aus, Leuchtmelder sind aus, jetzt können wir nur erden. Danach kann die Arbeitsbühne ausgefahren werden. Auf dem Dach müssen die Angestellten Teile einer Klimaanlage im ICE 3 austauschen. Eine regelmäßige Arbeit, vor allem im Hochsommer. Die Männer nehmen jetzt die Dachhaube ab. Darunter kommt die Technik zum Vorschein. Wir haben hier eine Klimaanlage, die kein Kältemittel besitzt, sondern die quasi mit der Außenluft arbeitet. Es ist eine luftgestützte Klimaanlage. Wir haben jetzt kein Kältemittel mehr drin, wie bei anderen Baureihen. Ist natürlich für die Umwelt besser, weil wir einfach, wie gesagt, keine Emissionen vom Kältemittel freisetzen. Ist aber natürlich von der Anlagentechnik her etwas aufwendiger. Seit 2017 befinden sich diese luftgestützten Klimaanlagen im regulären Zugbetrieb. Neuland für den frisch ausgelernten Elektroniker Andreas Müller und die Auszubildende Nicoletta Papadopoulou, die sich unten am Zug um die Stromversorgung kümmern. Ihr Chefelektriker Ludwig Schmidt hat den Fehler der Klimaanlage bereits am Servicerechner mit entsprechender Software lokalisiert. Der knapp 90 Kilogramm schwere Motorkompressor, kurz MDC genannt, muss oben auf dem Dach ausgetauscht werden. Mit einem ferngesteuerten Kran hebt das Team das neue Teil auf die Arbeitsbühne. Kniffliger ist es, das alte herauszubekommen. Kannst du die Manschette mal, vielleicht kann man die ein bisschen zurückstoßen. Lassen wir das so ab, oder? Nein, die Manschette von der Wand weg. So, ja. Ohne Stemmeisen geht es nicht. Der Motorkompressor hat die Aufgabe, die kalte Luft zu verdichten. Ohne ihn wird es heiß im Waggon. An der Stelle muss es hochgezogen werden. So, ja. Schau. Gut, und das ist natürlich bei denen die Temperaturen draußen auf höchsten Leistungslevel. Und dann kann es dann sein, dass die öfter mal kaum ausfallen. Ja? Und der ist jetzt quasi an der Wicklung hier fest. Hier dran, an der Schaufwicklung. Wenn man da drehen will, da ist es fast fest, also lässt sich ganz schwer drehen. Ja. Beim Austauschmodell funktioniert es einwandfrei. So muss es laufen. Genau. Die Reparatur von Klimaanlagen ist hier beinahe Tagesgeschäft. Der neue Kompressor kann jetzt eingebaut werden, wieder mit Hilfe des ferngesteuerten Krans. Das neue Teil soll nun hoffentlich die nächsten 2 Jahre im Zug bleiben. So lange ist die Haltbarkeit etwa vorgesehen. Ne? Wir tauschen alle 2 Jahre also planmäßig diese MDCs. Wenn sie so lange halten, wäre super, aber oft ist es nicht der Fall. Ne?
Im Sommer wird es auch mal heißer. Deshalb gibt es auch unsere Sommerfestmachung, genau, ja, wo wir dann die ganzen Klimaanlagen noch mal genauestens kurz vorm Sommer überprüfen. Ist alles funktionsfähig, ist alles dicht, ist die Kälteleistung gegeben. Bei der alljährlichen Sommerfestmachung untersuchen die Arbeiter an jedem Zug die Komponenten, die bei hohen Temperaturen Probleme bereiten. Filtermatten, Wärmeüberträger und die Klimaanlagen. Diese stehen an erster Stelle. Dennoch können sie auch später noch ausfallen, wie jetzt geschehen. Das Team installiert den neuen Kompressor. Doch bevor sie alles zumachen und fest verschrauben, testen sie, ob das neue Modul auch wirklich störungsfrei funktioniert. In Wagen 7 des Zuges 610 befindet sich die Klimasteuerung, die Ludwig Schmidt nun wieder einschalten kann. Auf dem Laptop überprüft er, wie das System des Zuges arbeitet. So, das sieht man jetzt dann hier, wie es ja langsam hochgeht, MDC. Und dann hier Zulufttemperatur, das dauert natürlich ein bisschen, bis das jetzt kühl wird, weil die ganze warme Luft erstmal raus muss. Ja, die kalte Luft kommt ja von oben, gell? Ja, freilich. Die warme Luft von unten dann. Kalte Luft kommt oben und warme Luft kommt die Stichkanäle dann und steigt wieder nach oben. Ja. Jetzt haben wir es ja her. 2,55. Ja. Alles klar. Die Klimaanlage ist repariert, ist in Ordnung. Einmal frei. Wir haben schon auch schwierige Fehler, also dass irgendwo Leitungsriss ist zwischen Dach und unten und so. Dann kann es sein, dass man den Fehler nicht gleich findet. Das dauert halt dann speziell also mal 2-3 Tage oder so, bis man mal den Fehler findet. Haben wir alle schon gehabt. Aber wenn man eine längere Zeit dabei ist, dann hat man schon eine gewisse Routine. Kann man sagen, es liegt an dem da oben, es kommt von unten her oder ist am Rechner was kaputt, da weiß man das dann schon ungefähr. Ne? Das ist auch eine Erfahrungsschicht, ganz klar. Parallel zur Klimaanlagenreparatur finden an allen Ecken des Zuges Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten statt. Um den Innenraum kümmert sich das Service-Team. Die Mitarbeiter reparieren Sitze, erneuern Aufkleber und leeren die Toiletten. Auch die Küche wird fit gemacht. Unterdessen saugen draußen die Kollegen das Abwasser ab und befüllen den Zug mit frischem Wasser. Circa zweimal in der Woche muss jeder Zug der Deutschen Bahn in den Boxenstopp. Weiter hinten arbeitet Karl-Heinz Pohling an einer der geerdeten Achsen. Er muss heute alle 14 Achsen des Zuges zerlegen, überprüfen und wieder zusammenbauen. Die Laufzeit der Achsen ist bald erreicht, deshalb schaut er besonders genau hin. Doch der Teufel steckt dabei im Detail. Eigentlich muss man auf jede einzelne Schraube aufpassen, weil wenn die sich lösen, haut es die weg. Und wenn Sie sich vorstellen, dass die mal im Bahnsteig durchsaust, so eine Kappe, dann ist es auch, was da passiert ist. Also es ist eigentlich jede Schraube wichtig. So macht man, wenn Notfall, muss man es dreimal aufmachen. Scheißegal, Hauptsache die passt. Beim Festziehen hilft ein elektronischer Drehmomentschlüssel. Ein grünes Signal leuchtet auf, sobald die Schraube perfekt sitzt. Rot bedeutet zu fest oder zu locker. Dann muss die Schraube im Zweifelsfall nochmal aufgemacht werden. Danach werden die Schrauben farblich markiert. Rote Farbe, München. Andere haben halt eine gelbe Farbe oder sowas. Jetzt weiß man, dass der in München die Schrauben geöffnet worden sind. Und der Computer weiß natürlich dann noch mehr und alles. An einer anderen Stelle des Zuges kümmert sich Heiko Rietz um das Hydrauliköl. Zunächst lässt er das alte ab. Wir haben jetzt Öl- und Filtertausch gemacht. Das Öl füllen wir noch auf. Das ist für die HGST-Technik, also für die Neigetechnik, für die Komfortneigung, dass die Fahrgäste halt nicht durchgerüttelt werden. Nicht durchrütteln lassen und sicher reisen. Damit das möglichst schnell wieder gewährleistet werden kann, wird an allen Stellen des Zuges zeitgleich gearbeitet. Eine weitere mobile Station befindet sich vorne am Fahrzeug. Die Prüfung der Radscheiben. Hier wird per Ultraschall gecheckt, ob das Teil des Rades, das auf der Schiene läuft, Risse oder Unebenheiten aufweist. Dafür werden Sensoren beidseitig an der Radnabe über Kontakttechnik angekoppelt. Nach der Positionierung der Lauf- und Stirnflächenprüfköpfe wird das Radvolumen und der Wasserzugabe in sogenannten Prüfspuren gescannt. Mehrere Sensoren überwachen die exakte Radposition in der Anlage. 50 Drehungen sind pro Rad vorgesehen.
Erkennt das System einen Fehler, müssen die Kollegen den Radsatz wechseln. Ist alles zu abgenutzt, steht ein kompletter Austausch an. Dieses neue Drehgestell wartet schon auf seinen Einbau. Dass alles nicht so einfach wird, ahnt aber zum jetzigen Zeitpunkt noch niemand. Christian Edbauer und Altin Simako arbeiten am Gleis nebenan. Ihr Zug hat ein sehr offensichtliches Problem. Die Frontscheibe weist einen langen Riss auf. Die Arbeitsbühne wird jetzt in Position gebracht, dass wir dann auf die Frontscheibe auf die Höhe kommen. Die Bühne hat Sensor drin, die bremst automatisch. Egal was für Einstellung. Jetzt wird es nach vorn geschoben, die Bühne, dann wird sie noch auseinandergefahren. Und dann wird es wieder bis zum Wagen positioniert und da bleibt es auch wieder von selber stehen. Risse in den Frontscheiben sind keine Seltenheit. Immer wieder kommt es zu Steinschlägen und Wildunfällen. Oben angekommen entfernen die Arbeiter zunächst die Gummierung und Dichtung. Das geht nur von Hand und mit Kraft. Die Prozedur dauert deshalb ihre Zeit. Bis zu 2 Tage wird das Team mit dem Aus- und Einbau beschäftigt sein, da sie sich an Trocken- und Abluftzeiten der Klebe- und Dichtungsmittel halten müssen. Ist die Scheibe freigelegt, setzen die Arbeiter einen Vakuumlift ein. 150 Kilogramm kann dieses Modell tragen. Per Knopfdruck saugt sich das Gerät fest und hält sogar die Luft, wenn der Strom ausfallen sollte. Die kaputte Scheibe kann nun herausgehoben, weggebracht und anschließend recycelt werden. Damit ist der Ausbau erledigt. Es ist eine mühselige Arbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist halt handwerklich noch viel Arbeit. War erfolgreich. Und morgen wird halt die Scheibe noch eingeklebt. Und dann ist das abgeschlossen. Ortswechsel, Nordrhein-Westfalen. Hier sitzt Abellio Rail NRW, eines der größten privaten Eisenbahnverkehrsunternehmen in Deutschland. Rund 20 Millionen Fahrgäste im Jahr nutzen die Züge des Bahnkonkurrenten. Der Betrieb setzt auf seinen Linien insgesamt 50 Fahrzeuge ein, 38 Flirt-Elektrotriebzüge der Schweizer Marke Stadler und 12 Dieseltriebfahrzeuge des Typs Coradia Lind vom deutschen Hersteller Alstom. Koordiniert werden sie von der Leitstelle in Hagen. Diese ist rund um die Uhr mit mindestens 2 Mitarbeitern besetzt. Dann gibst du den Sechser ab und nimmst den Dreier mit nach Hagen, weil der Dreier muss dringend in die Werkstatt, ja? Alle Informationen laufen hier zusammen. Julia Limia I. Campos ist Sprecherin des Unternehmens und muss der Öffentlichkeit jede gravierende Verspätung erklären können. Wodurch kam denn die Verspätung? Wir haben eine infrastrukturelle Störung in Hagen Hauptbahnhof. Okay. Da hat man eine Rotausleuchtung. Wenn einem Zugführer eine Störung auffällt, meldet er diese in der Hagener Leitstelle. Hier wird dann je nach Schadfall abgewogen, was zu tun ist und wie und wann eine Werkstatt aufgesucht werden kann. Die Leitstelle Abellio will. Erst wenige Tage zuvor war allerdings kein Taktieren möglich. Ein Zug der Linie S7 musste evakuiert werden. Durch einen Hangrutsch war es bei Remscheid zur Entgleisung gekommen. Jetzt hat natürlich die BZ auch gerade sehr viel zu tun. Gerade in so einem Fall wie bei einer Entgleisung, wie wir sie jetzt hatten, gibt es natürlich eine Notfallkette. Und danach greift eigentlich ein Rad ins nächste. Ne? Dann wird der Kontakt zwischen Kundenbetreuer, Triebfahrzeugführer, Kontaktpolizei, Feuerwehr, das wird alles von hier gesteuert und auch aufrechterhalten. Bis hin eigentlich, dass dann am Ende das Fahrzeug nach Hagen in unsere Betriebswerkstatt überführt werden konnte. Und hierher wird die demolierte S7 gebracht. Die 105 Meter lange Werkstatthalle in Hagen. Leiter Hans-Georg Klimek muss nun überprüfen, was alles kaputt ist. Nicht ohne seine Anstoßkappe.
Die Fahrzeuge haben teilweise scharfkantige Ecken unterm Drehgestell am Motor. Und wenn man da sich halt stößt, nimmt ihr den Stoß auf, ist ein bisschen gepolstert. Man hat nicht sofort das Blut kommt. Die erste Begutachtung des vorderen Zugteils verheißt nichts Gutes. Wir haben hier die Frontschürze kaputt, die beiden Teile, rechts und links. Wir haben hier in der Mitte diesen Bugspoiler kaputt. Die Halterung ist aus dem GFK ausgerissen. Wir haben hier im Hintergrund den Schienenräumer, der halt die Schiene geräumt hat. Allerdings hat er da drunter gelitten, der ist verbogen und abgerissen, auch die Halterung. Ansonsten ist hier im vorderen Bereich die Kupplung kaputt und alles sehr stark mit Schlamm verschmutzt erstmal. Verletzte gab es bei dem Unglück keine. Nach dem Werkstattleiter nimmt ein Gutachter der Versicherung den Schaden auf. Doch Hans-Georg Klimek weiß schon jetzt, dass Ersatzteile benötigt werden, die wochenlange Lieferzeiten haben. Schuld war in diesem Fall höhere Gewalt. Ärgerlicher findet der Leiter die viel häufigeren, mutwilligen Schäden durch Fahrgäste. Ja, wir haben Vandalismusschäden an den Fahrzeugen, von außen und von innen. Man sieht aber auch, wie die Leute sich benehmen in den Fahrzeugen. Unachtsam und teilweise ohne Überlegung wird's gemacht. Bei einem Hangrutsch wie in diesem Fall ist die Technik relativ machtlos. Anderen witterungsbedingten Störungen können die Züge entgegenwirken. Im Lager liegen deshalb nicht nur große Elemente wie Magnetschienenbremsen oder Schleifleisten für den Stromabnehmer, sondern auch Bremssand, der sowohl beim Anfahren als auch beim Bremsen bei Glätte wichtig ist. Dann wird häufig gestreut und das komplett automatisch. Bedingt durch Sensoren, die Radgeschwindigkeit messen und dann Gleiten feststellen. Das heißt, wenn eine Achse eine Geschwindigkeit anzeigt, die nächste Achse sagt, aber ich drehe mich aber gar nicht mehr, dann ist da irgendwas. Also meistens im Herbst dann noch ein ganz großes Problem sind natürlich Blätter, die auf dem Schienenkopf liegen und dann weiter im Winter mit Schnee. Jeder Zug in der Halle erhält zunächst eine Grundreinigung. Hier steht ein FLIRT 1 der Marke Stadler. Die Abkürzung FLIRT bedeutet flinker und leichter Intercity- und Regionaltriebzug. Dieses Fahrzeug weist bei vergleichsweise geringer Masse eine hohe Beschleunigung auf und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 160 km/h. An einem anderen Zug führen Mitarbeiter gerade eine sogenannte Korrosionssanierung durch. Dafür haben sie die Fenster vorübergehend ausgebaut. Also das sind die Korrosionsschäden, die wir haben. Man sieht hier, dass das Aluminium blüht und wie der Lack sich auflöst und abblättert. Bis hierhin sitzen die Fenstergummis und wir haben fast alle Fenster, wie man hier sieht, im unteren Bereich, dass sie diese Korrosionsschäden haben. Eine Fachfirma flext den Fensterrahmen bis aufs Metall ab, macht anschließend alles sauber und grundiert neu. Nebenan in der alten Werkhalle steht ein Modell der anderen Abellio-Zugreihe, ein knapp 42 Meter langer Alstom Lind. Lind bedeutet leichter, innovativer Nahverkehrstriebzug. Seine sogenannten Powerpacks sollen nun zur großen Wartung zum Hersteller. Dafür müssen sie aber erst einmal ausgebaut werden. Diese Powerpacks ist ein Eisenrahmen, eine Eisenkonstruktion, beinhaltet den Motor, ein Mercedes-Motor, den man vergleichbar auch im Bus oder im LKW findet. Dann ist da ein Getriebe. Man hat da einen großen Generator drin, der für die gesamte Beleuchtung und für die gesamte Elektrik im Fahrzeug zuständig ist. Man hat hier die Kompressoren für die Klimaanlage mit verbaut. Man hat große Kühlanlagen verbaut, weil der Motor hier in diesem Fahrzeug, das ist bestückt mit zwei Motoren, à 390 kW. Dieser Lindzug wiegt unbeladen 75 Tonnen. Um unten an das alte Powerpack zu kommen, müssen die Arbeiter den Zug mit Hebeböcken anheben. Zwischen 16 und 25 Tonnen kann jeder Bock maximal alleine tragen. Bei diesem zweigeteilten Fahrzeug müssen daher an jeder Hälfte vier Böcke zum Einsatz kommen. Diese positionieren die Mitarbeiter vorsichtig per Hand. Jetzt müssen wir die elektrisch verbinden, weil die werden von einer zur Zentralsteuerung gefahren gleich.
Vorne hat jeder Hebebock eine Überwachung, die angefahren werden muss. Erkennt diese die zu tragende Last, kann Hans-Georg Klimek umschalten und alle gemeinsam hochfahren. Ja, jetzt haben wir eine Störung an einem Hebebock. Die langwierige Fehlersuche beginnt. Der Bock 10 ist da drüben, ja. Vorne rechts. Eingesteckt, ja. Die Störung ist neu. Zunächst kontrollieren die Männer daher erst einmal die Verkabelung. Ist alles korrekt gesteckt, kann es immer noch ein einfacher Kabelbruch sein. Doch danach sieht es nicht aus. Nein. Ohne Betriebsanleitung geht es dieses Mal nicht. Bock 10 streikt. Da es derzeit keinen Ersatz gibt, muss das Problem behoben werden. Vorher geht hier keiner nach Hause. Denn morgen früh kommen die Arbeiter des Triebwerksherstellers und die müssen das Powerpack von unten ausbauen können. Was sagt er denn? 50 K-Fehler an Regelgeber Bock 10. Ja. Inzwischen hilft sogar der Geschäftsführer Dirk Aschöver mit. Hast du da rausgenommen? Ich hab's jetzt rausgemacht. Mach nochmal. Hast du auf Einzelfahrt stehen? Ja. Ja, Störung ist weg. Fehler gefunden, ja. Hier im unteren Bereich ist ein Endschalter. Der zeigt an, wenn der Hebebock nicht auf der Grundplatte aufsteht, sondern so wie jetzt auf Rollen angehoben ist, um den zu verfahren. So, wenn wir den gleich wieder ablassen. Steht er jetzt auf der Grundplatte auf und hier dieser Endschalter, da ist er betätigt. Fehler gefunden, Fehler behoben. Der Alstom Lind kann nun für die Hebung vorbereitet werden. Ja, so, das. Alle Türen auf und die Bremsen lösen. Einer der Mitarbeiter ist am Schaltschrank positioniert. Er behält seine Seite im Blick. Hans-Georg Klimek ist für die andere Seite verantwortlich. Fertig? Das Anheben klappt. Ja, ist gut. Jetzt können die Mechaniker alle Flüssigkeiten ablassen. Getriebeöle, Kühlwasser und die Motoröle. Pro Motor passen hier ca. 42 Liter Öl rein. Und wir haben hier an diesem Fahrzeug haben wir zwei Sechszylindermotoren, jeweils auf einem Wagen. Und insgesamt kommen wir da auf ein Volumen von ca. 84 Litern Motoröl. Sind alle Flüssigkeiten draußen, wird der Kran von Mitarbeiter Birol Bayendier vorbereitet. Der LKW aus Magdeburg soll nicht nur abladen, sondern direkt auch zwei alte Drehgestelle mitnehmen. Leerfahrten gilt es zu vermeiden. In der Werkstatt liegt der Fokus nun allerdings auf den beiden frischen Powerpacks. Behutsam laden sie die Mitarbeiter ab. Die alten Antriebseinheiten haben eine Laufleistung von 15.000 Betriebsstunden erreicht und gehen in die Wartung zurück zum Hersteller. Der baut sie auseinander und reinigt sie. Die neuen Powerpacks kommen hier in Hagen unter den Zug. So schnell wie möglich. Jede Stunde, die ein Zug hier in der Werkstatt verbringt, der kostet Geld. Unser Geld. Und wir verdienen nur Geld, wenn die Züge laufen. Sind heute angekommen, die Powerpacks. Morgen früh geht's mit dem Ausbau und Tausch der Powerpacks weiter. Doch ob der Ausbau so reibungslos funktioniert, ist keinesfalls klar. Auch im Werk der Deutschen Bahn in München gibt es eine Abteilung, bei der alles zusammenläuft. Die sogenannte Bereitstellungsdisposition. Roland Konickel ist einer von 30 Mitarbeitern, die hier rund um die Uhr die Arbeiten koordinieren. 24 Stunden täglich, 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. An seinen 6 Bildschirmen überwacht er das Hauptprogramm und den Betrieb in der Halle. Betätigt Warnsignale, öffnet und verschließt verschiedene Tore. Zudem checkt er den elektronischen Zugbetrieb und behält auch die S-Bahnen im Blick, weil die Lokführer auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind, um zu ihren Zügen oder nach Hause zu kommen.
Adam, jawohl. Lass die Lüfter laufen, ne? Bis später. Ciao. Ja, Claudia? 5,82 hast du los, dann mach gemütlich eine Pause, dann kommst du raus, ich am 12er zum Rausfahren. Bis gleich dann. Ciao. Im Schnitt 120 Anrufe in der Schicht. Am Wochenende, wenn es zugeht, können es auch mal knapp an die 400 werden. Eingehen wie ausgeht. Roland Konickel hält ständig Kontakt zu den Triebfahrzeugführern und den anderen Werkstätten der Bahn. Lars Ellrich ist der Leiter der Bereitstellungsdisposition. Momentan hat er ein zusätzliches internes Problem. Das Werk in München bekommt derzeit eine neue Unterflurdrehbank und kann deshalb nur eine geringere Anzahl an Zügen aufnehmen. Momentan 4, 5 und 6 können wir östlich nicht zuführen. Okay. Stehen Flachwagen, die baggern Schotter raus. Okay, was haben wir dann hier mit den Zweierpärchen? Ist bei uns momentan nicht möglich. Kriegt eine Gesperrtfreigabe und geht wieder weg. Okay. Mhm. Fahren wir wieder nach Frankfurt? Wahrscheinlich. Okay. Eine Gesperrtfreigabe bedeutet, dass der Zug zur nächsten Werkstatt überführt wird, ohne Fahrgäste zu transportieren. Das ist ärgerlich, denn die Reparaturen sind von langer Hand vorbereitet. Der Zug kommt bei uns in München an. Wir organisieren, dass der Zug ins Werk kommt. Wir stellen das Material bereit, die Handwerker bereit. Und dann wird der Zug in einer vorgegebenen Zeit abgearbeitet. Die vorgegebene Zeit kommt natürlich auch wieder vom Fahrzeughalter. Denn er hat das letzte Wort und möchte immer fahren. Das darf er allerdings erst nach erfolgreicher Reparatur und der Betriebsfreigabe, die aussagt, dass der Zug sicher und zuverlässig für den Fahrgastbetrieb funktioniert. Ohne Freigabe geht kein ICE wieder auf die Strecke. Die Deutsche Bahn wird außerdem vom Eisenbahnbundesamt überwacht. Regelmäßig erfolgen angekündigte und auch nicht angekündigte Kontrollen. Okay, erstmal sauber machen und dann können wir weitermachen. Wunderbar. Genau. Natürlich kommt es manchmal auch zu unerwarteten Schwierigkeiten. Für uns ist das Schlimmste, was passieren kann, ein Zugausfall. Das versuchen wir so weit wie möglich zu vermeiden. Jedoch kann es manchmal vorkommen, dass wir auch nicht das hinbekommen. Sind wir ganz ehrlich, auch wir können nicht zaubern. Unser Bestreben ist immer, den Zug bereitzustellen. Und wenn es halt auch mal eine Ersatzgarnitur ist. Anstatt, dass der Zug dann 330 fahren kann, fährt er halt 230. Ja, es ist langsamer. Ja, wir werden Verspätung machen. Aber es ist immer noch ein Zug, also wie gar kein Zug. Im letzten Jahr fielen im Durchschnitt gut 1% der DB-Fernverkehrszüge ersatzlos aus. Das Münchner Team arbeitet daran, dass es künftig weniger werden. Elektrotechnikermeister Martin Kraus telefoniert am Gleis 705. Er wirkt etwas unruhig, denn die Zeit sitzt ihm im Nacken. Wir warten jetzt auf den Triebzug 1113. Der bekommt bei uns einen Drehgestelltausch. Das heißt, er hat ein Problem oder einen Defekt am Drehgestell. Das kommt jetzt bei uns raus und wir fahren ein neues Drehgestell drunter. Und die Kollegen sind jetzt schon bereit, die haben es im Hintergrund schon bereit gemacht. Wir warten jetzt, bis der Zug kommt. Das wird jetzt jeden Moment dann sein. Und tatsächlich, 5 Minuten später ist es soweit. Der ICET mit dem defekten Drehgestell fährt ein. Trotzdem noch kein Grund zur Freude. Meistens freut man sich, wenn er wieder rausfährt, weil dann hat man erfolgreich bearbeitet. Das ist also immer besser, als wenn er reinfährt. Der 7-teilige Zug der Baureihe 411 ist auf offener Strecke mit bis zu 230 km/h unterwegs. Schnelligkeit wird nun auch von Martin Kraus und seinem Team erwartet. Der ICE soll schleunigst das neue Drehgestell erhalten und dann wieder in den normalen Zugbetrieb zurückkehren. Wir müssen nachpositionieren. Passt dann, oder? Nein. Normalerweise werden alle Drehgestelle eines Zuges erst bei Terminfälligkeit komplett getauscht. Bei auftretenden Defekten oder Fehlern müssen die Arbeiter allerdings sofort reagieren. Wir sehen jetzt im Hintergrund hier das Drehgestell. Das ist das neue Drehgestell, das jetzt dann eingebaut wird in den Zug. Allerdings ist es so, der Zug passt noch nicht hundertprozentig. Wir müssen den noch mal ein bisschen positionieren. Die Kollegen verfahren den Zug noch ein paar Meter, dass der genau hier am Wechsler steht. Damit das Drehgestell eingebaut werden kann, setzt sich der Zug noch einmal in Bewegung, wenn auch nur minimal. Drehgestelle sind drehbare Rahmen, die sich gegenüber dem Aufbau bewegen können. In ihnen sind die Radsätze angebracht.
Also alles, was beim Auto die Räder sind, ist halt da das Drehgestell. Jeder Wagenkasten hat bei uns zwei Drehgestelle, das heißt eins an beiden Enden quasi sitzt ein Drehgestell mit zwei Radsätzen. Also als Radsatz werden die eigentlichen Räder bezeichnet und als Drehgestell das Kompakte, also die beiden Radsätze zusammengefasst als ein Bauteil. Wir sehen jetzt hier ein Bauteil von einem ICET. ICET hat Neigetechnik, das heißt, er kann sich ja in die Kurven legen, bis zu 8 Grad neigen. Deswegen ist das jetzt nochmal etwas komplexer. Durch den Aufbau des etwa 100.000 Euro teuren Bauteils können die ICET enge Kurvenradien fahren. Zusätzlich ermöglichen Drehgestelle ruhiges Reisen, da sie Stöße abfedern. Die Männer lösen nun die Befestigungsschrauben am alten Drehgestell. Danach stützen sie den Zug ab und fahren das Drehgestell herunter. Über die Wechselspur am Boden können die Arbeiter dann das neue einheben. Doch die Technik streikt. Hier bewegt sich bislang nichts. Am Gleis 703 ist wieder das Klebeteam um Christian Ettbauer in Bewegung. Die Arbeiter setzen eine neue Frontscheibe ein. Die alte, total demolierte Scheibe ist bereits draußen. Zunächst entfernen die Spezialisten penibel die Fugenreste. Dann geht es an die Klebearbeiten. Christian Ettbauer streicht die neue Scheibe mit einem Spezialkleber ein. Peter Gunja kümmert sich um die Elektronik. Mit dem Vakuumlift heben die Arbeiter die Scheibe an und bringen sie in eine Zwischenposition. Nun folgt die Klebstoffraupe, die die Scheibe halten wird. Es muss schnell gehen, damit der Klebstoff nicht vor dem Zusammenfügen aushärtet. Ist schon drüber. Achtung! Alle Kabel aus dem Weg, dann ist es höchste Zeit für die Fixierung der neuen Scheibe. Ja, das ist jetzt optimal, weil die Scheibe jetzt eingesetzt ist. Das heißt, jetzt haben wir nur noch die Verfugung, dann die Trocknungszeit und dann kommt der Zug natürlich wieder auf Strecke. Was ja immer wichtig ist, jeder Zug, der bei uns in der Halle steht, fehlt ja draußen und kann die Reisenden nicht transportieren. Das gilt ebenso für den ICET weiter hinten im Werk, der immer noch auf sein neues Drehgestell wartet. Das Münchner Team ist aktuell für 50 Züge verantwortlich. Meist gelingen die Reparaturen schnell und unkompliziert, doch hier ist es dieses Mal anders. Das Herausheben des alten Bauteils ist nicht möglich. Ein Spezialteam muss in der Nacht den Fehler suchen und beheben. Das neue Drehgestell fahren die Männer wieder weg. Dafür hieven sie das schwere Element auf ein sogenanntes Großkomponententransportfahrzeug und fixieren es für den Abtransport. Auf Gleis 702 kann ein anderer ICE seine Weiterfahrt beginnen. Zugführer Tobias Heinrich wird vom System direkt freundlich begrüßt. Störung. Ich übernehme den Zug im Werk und stelle ihn quasi für den Hauptbahnhof bereit. Das heißt, ich lade die Zugfahrt, also das ist in diesem Fall 16:04, das ist mein Einsatzplan. Ich prüfe jetzt hier die Sicherheitseinrichtungen, lade den Fahrplan und prüfe die Bremsen, beseitige Störungen, nehme Reservierung vor, dass die Leute wissen, wo sie sitzen sollen. Ab sofort trägt der Zugführer die Verantwortung und hat somit das letzte Wort. Funktioniert etwas nicht gut genug, muss er einen Zugtausch veranlassen. Das sieht nicht so gravierend aus, das sieht alles ganz gut aus. Ein paar Störungen sind leider dabei, aber die halten sich in Grenzen. GPS-Auswerteeinheit ist zum Beispiel fürs Ausland, wenn der jetzt nach Österreich fahren würde, dass der die Systemumschaltung vornimmt automatisch. Bugklappen vorne sind gestört. Aber damit kann man alles fahren. Das ist kein Problem. Tobias Heinrich startet jetzt eine von 1500 Zugfahrten, die täglich von der Deutschen Bahn durchgeführt werden. Ihre Züge transportieren pro Tag mehr als 250.000 Reisende quer durch Deutschland. Beim Bahnbetriebswerk der Firma Abellio in Hagen beginnen Mitarbeiter, das Antriebssystem eines Regionalzuges auszubauen. Alex Müller und Daniel Sternberg kümmern sich normalerweise um Motoren. Heute müssen sie aber erfahrenere Kollegen vertreten. Die Antriebssysteme, sogenannte Powerpacks, sind hochkomplex. Daher schauen die Arbeiter erst einmal, was alles abmontiert werden muss.
Ich bin gerade am Anlasser dran. Da sind Stromkabel und Massekabel und da, die bin ich gerade am Trennen, damit wir das Powerpack nachher nach unten rausnehmen können. Weil die Kabel sind mit an dem Zug befestigt. Zu viele unnötige Bauteile abzutrennen ist ja auch ein unnötiger Zeitverlust. Dennoch sollte man das Köpfchen auch schon benutzen. Zuerst trennen sie die Wasserschläuche und entfernen letzte Flüssigkeiten. Dann lassen die beiden Luft ab, lösen Kabel und erste große Schrauben, die das Powerpack am Zug halten. Noch geht alles gut von der Hand. Manche Ecken sind allerdings schwierig zu erreichen. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt noch haben. Ich gucke nämlich gerade. Die hast du ab. Die ist ab, ja. Die brauchst du nicht. Ach so, hier ist noch ein Massekabel. Ja, sind zwei oder drei Stück sind da. Mhm. Ein Vergleich mit den noch einzubauenden neuen Powerpacks kann nicht schaden. Wir setzen jetzt gleich die Bahn hoch, schrauben vorab die drei Stahlträger unter das Powerpack, damit wir das dann später auf diesem beweglichen Tisch dort absetzen können. Ne? Und die suchen wir jetzt gerade hier, die Beine. Die Beine sind schnell gefunden. Die Männer befestigen sie, um später das Powerpack sanft und sicher abstellen zu können. Einer der beiden schraubt, der andere kontert auf der Gegenseite. Bist du durch? Ja, ich bin durch. Ja. Nun heißt es Tisch drunter und Bahn herablassen. Ja, Moment mal, wie viel Platz hast du da? Ich habe noch 5 bis 10 cm. Ja, weil wir hier sind ja gar nicht drauf. Da passt gar nicht. Nein. Wir setzen die Bahn jetzt auf den Tisch. Schrauben die Halterung von der Bahn, setzen die Bahn wieder hoch und das Powerpack bleibt auf diesem Tisch. Klar, jetzt sehe ich wie folgt das Bein hier. Wenn wir die Bahn jetzt ablassen würden, ist gar nicht hier eine Flucht. Entweder ist der Tisch zu kurz oder das Bein falsch. Und das klären wir jetzt gerade. Dann können wir ein Stück rüber. Angeblich stimmt alles. Ja, wird zwar eng, aber passt. Ne? Die Bahn kann also runter. Ja, passt. Mit Spezialwerkzeug und frischen Aufsätzen geht es weiter ans Abschrauben. Halten fest, dann drücken wir nicht ins Gesicht. Ja, ja, kein Problem. Die letzten 12 Schrauben an den drei Trägern sind besonders massiv. Sie müssen noch raus, bevor die Bahn wieder hoch kann. Hat verloren. Der letzte Einsatzort, ein Träger in der Mitte, ist allerdings kaum zugänglich. Von hier ist super beschissen, ja. Also das klappt vorne und hinten nicht. Macht man das mit einer mit einem Winkelstück oder was? Dann wahrscheinlich den Deckel ab und dann geht das. Ach so, höchstwahrscheinlich. Den machen wir auch mal ab hier. Ich muss hier oben an den Motorlager kommen, deshalb habe ich den Deckel abgemacht, damit ich besser mit dem Schlagschrauber hier drin komme. Damit ich den Schlagschrauber leicht hier reinversetzen kann. Bei den Powerpacks muss man auf jeden Fall erfinderisch sein. Das ist ja ziemlich geil, ne? Sensationell hier. Hast halt nicht immer den größten Platz, aber auch irgendwie gewöhnt man sich daran. Mit etwas Sprühfett lassen sich die Schrauben besser lösen. Und dann sollte das 109 Tonnen schwere Powerpack lose sein. Wir setzen jetzt die Bahn hoch und achten natürlich darauf, dass wir jetzt weder andere Leitungen oder Wasserleitungen beschädigen. Wir haben jetzt zum Beispiel noch auf dem Träger selber 2 Masseleitungen. Auf die müssen wir jetzt besonders achten, dass wir die nicht abreißen. Nee, noch nicht. Es klemmt. Ja, nützt nichts. Der muss ab. Ja, komm, sind da nur 4 Schrauben. Ist ein Bauteil im Weg, das uns hindert, die Bahn jetzt hochzusetzen. Und das ist natürlich immer so eine schöne Sache. Das merkt man erst, wenn man die Bahn hochsetzt. So. Unterdessen fährt am Gleis nebenan ein weiterer Alstom Lind ein. Die Spezialisten sollen eine eher ungewöhnliche Störung im Führerhaus lösen. Versuch nochmal, ja? Wir haben von dieser Seite, wenn wir fahren wollen, Getriebestörung. Das Getriebe läuft nicht mit. So, da suchen wir jetzt halt den Fehler. Bei irgendwann wird es nervig, ne? Man will den Fehler ja auch finden. Deswegen. Aber wir sind dran. Ich hoffe, wir schaffen. Steuergerät, Stecker und dann geht's hier auf die Relais. Ja. Ein komplexes Problem.
Deshalb kommt auch Werkstattleiter Hans-Georg Klimek hinzu. So, wie sieht's aus, Dirk? Max? Ne. Ist ein bisschen schwierig. Der Kollege ist dabei, die Pläne zu studieren, also die Leitung zu verfolgen, die Verknüpfung an sich anzusehen. Trotzdem, noch tappen die Angestellten im Dunkeln. Beim Ausbau der Powerpacks am Gleis nebenan müssen die Arbeiter noch einmal unter dem Zug verschwinden. Sie haben vergessen, den Auffangbügel der Kardanwelle abzuschrauben. Dieser hält das Powerpack als letztes Element am Zug. Hochfahren, um den Zugang zu erleichtern, geht nicht mehr. Alle anderen Bolzen und Halterungen sind bereits abmontiert. Ich hab. Perfekt. Okay, Powerpack ist lose. Sieht gut aus. Ja, da muss jetzt gucken, dass das Kabel da gleich einfach sanft vorbeiführt. Ja, ich muss erst mal gucken, von wo der Kabellarsch runtergeht. Guck mal, guck du auf die Kardan. Ja. Alles klar. Dann. Wieder ganz hoch? Hoch. Langsam heben die Männer die Bahn wieder an. Und das alte Powerpack ist freigelegt. Ist freigängig hier. Stopp! Jetzt weiter. Weiter. Ja, wir müssen noch ein Stück. Warte. Mann. Noch ein Stück. Noch ein Stück. Ja. Gut. Dann ist es endlich geschafft. Unter Sitzreihe 14 klafft nun ein großes Loch. Das erste Powerpack ist abmontiert. Natürlich ist man erleichtert, wenn das Powerpack ausgebaut ist. Das bedeutet automatisch für uns jetzt, der Kopf ist frei, wir können jetzt bedenkenlos in die Pause und uns aufs Nächste fokussieren. Ne? Nach dem erfolgreichen Ausbau des alten Powerpacks steht als Nächstes für die Arbeiter das Einbauen des neuen an. Inzwischen ist auch am Gleis nebenan das Problem behoben. Es handelte sich nur um einen Softwarefehler. Das Getriebe funktioniert einwandfrei. Ein Mitarbeiter bereitet den Zug für die Waschanlage vor. Nach jeder Wartung, wenn wir sehen, dass der verdreckt ist, ziehen wir den mal eben durch die Wäsche. Birol Bayendier fährt den Zug heraus, ein Kollege legt die Weiche um. Dann geht es in den Führerstand an das andere Ende des Zuges. Auf dem Weg kontrolliert er, ob alle Fenster geschlossen sind. Die Waschanlage ist 105 Meter lang und reinigt den Zug mit 7 riesigen Bürsten. Nach der Wäsche werden die Kühlrippen kontrolliert. Sind diese durch Luft und Staubpartikel verstopft, kommt der Hochdruckreiniger zum Einsatz. Danach ist der Zug wieder startklar. Der Spezialist Birol Bayendier war bei diesem Fahrzeug an allen Stationen dabei und freut sich schon auf den nächsten Zug. Man hat mit der Mechanik zu tun, mit der Pneumatik, mit der Elektronik. Und es ist halt abwechslungsreich und man kann sich das so schwer vorstellen. Also das sind ja Riesenfahrzeuge, wenn man es so sieht, als Außenstehender. Und wenn man dann drin sitzt und die großen Fahrzeuge bedient und führt, ist das schon etwas Besonderes. Auf die Strecke kommen auch bei Abellion nur technisch einwandfreie und möglichst saubere Bahnen. Egal ob hier in Hagen oder bei den vielen großen Werken der Deutschen Bahn. Sorgfalt, trotz Zeitdruck, das ist die tägliche Herausforderung. Auch in Zukunft wollen die Fahrgäste nicht nur pünktlich ankommen, sondern auch angenehm und vor allem sicher reisen. Dafür sorgen die Arbeiter in den deutschen Zugwerkstätten jeden Tag. Zug um Zug.